Der britische Thronfolger Prinz Charles hat zum Volkstrauertag Berlin besucht. Dabei beschwor er in einer Rede im Bundestag 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland. Der Thronfolger war schon am Samstagabend trotz der großen Beschränkungen wegen der Corona-Krise gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Camilla nach Berlin gekommen. Während ihres Besuchs trafen sie sich auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dabei versprach Steinmeier eine weiterhin enge Partnerschaft mit Großbritannien. Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag, immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent. An diesem Tag soll in Deutschland aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht werden.